Auf zum Bratwürstelsonntag, hieß es am 27. November in Vöcklabruck. Zum zweiten Mal fand der kulinarische Brauch im Vöcklabrucker Lebenshaus statt. Grundsätzlich ist es so, dass das Lebenshaus eigentlich das Leben widerspiegelt und darum haben wir hier jung bis zum hohen Alter herinnen. Und es ist gelungen, dass wir aus dem Haus eine Begegnungsstätte machen konnten und können. Und da bemühen wir uns mit verschiedenen Aktivitäten, einfach die Leute zu erreichen und ihnen behilflich zu sein. Die Vöcklabrucker Künstlerin Hannelore Stiegelbauer Lena bereicherte den Bratwürstelsonntag mit einer Vernissage und schmückte dabei das Lebenshaus mit unzähligen Motiven. Ich möchte mit meinen Bildern einfach nur die Aussage machen, dass viele Leute eine Freude dran haben, dass, wenn sie es betrachten. Ich persönlich, muss ich sagen, bin einfach fanatische Malerin. Es ist mein Hobby. Aquarell, Acryl, Enkaustik, eigentlich so ziemlich breite Palette durch. Und es macht mir einfach Spaß, wenn Menschen sagen, das ist toll, das ist schön. Ja, ich bin eigentlich überrascht von der Vielfalt, von der Themenvielfalt, die sich da dem Zuschauer bietet. Und die Frau Stiegelbauer hat da tolle Werke auf die Leinwand gezaubert. Einfallsreich und talentiert sind auch die Kindernesttanten, die einen kleinen, aber umso feineren Adventstand kreierten, dessen Erlös dem Kindernest zugute kommt. Die Tanten haben Lebkuchen gebacken, sie haben Handytaschen gestrickt, sie haben Kindermützen und Handschuhe gestrickt, sie haben Marmeladen selbst gekocht. Ja, und für jeden ist ja auch was dabei. Ebenso auch Kerzengestecke für den Advent. Die Alphornbläser Vöcklathaler Langholz sorgten für die musikalische Umrahmung der Vernissage und des Bratwürstelsonntags. 1570 erklärte Papst Pius V. den Advent zur Fastenzeit. Als letzte große Stärkung vor dem Fastenbeginn werden nun die Bratwürstel serviert. Größter Beliebtheit erfreut sich diese Tradition. Tradition und Wert ist etwas ganz Besonderes, und zwar gerade aus der Familie heraus, es gemeinsam anzugehen. Jetzt haben wir am ersten Adventssonntag und die Adventzeit gemeinsam zu feiern, sich Zeit bewusst nehmen, sich hinzusetzen und ein paar Minuten beisammen zu sein. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, das hat auch Tradition und das gibt einen bestimmten Wert in die Familie zurück. Und ich glaube, das ist etwas, worauf man sich heute am ersten Adventssonntag für die ganze Weihnachtszeit besinnen sollten und was wir auch wirklich wieder von Herzen heraus leben sollten. Das Lebenshaus in der Vöcklabrucker Ferdinand-Oettl-Straße wurde 2009 eröffnet und hat sich mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt gemausert. Ja, das Lebenshaus ist eine Erfolgsgeschichte, denn es ist ein Haus der Generationen. Es ist hier vom Kindernest bis zu den Pensionisten alles vertreten, auch das Schülerzentrum. Und ich finde, alle fühlen sich sehr wohl in diesem Haus und dieses Miteinander, das ist eben der Erfolg. Das multifunktionelle Haus ist gerade in der Adventzeit ein Ort der Begegnung. Es hat jede Zeit und jede Zeitspanne das ihrige. Advent ist sicherlich eine Zeit, wo man vielleicht ruhiger wird. Ein wenig sind die Leute offener für Gespräche und das merke ich. Und das will ich auch bei mir selber üben, dass ich vielleicht mich ein wenig mehr auf das Wesentliche konzentriere und nicht von einer Sache zur anderen hetze, sondern den Leuten das Gefühl gebe, wir brauchen uns gegenseitig und wir können uns stärken. Aber eine Sache war da noch, genau. Wie schmecken denn die Bratwürstel? Ja, die Bratwürstel waren hervorragend. Ich esse sie gerne. Und wenn sie dann also noch mit Liebe serviert werden, dann überhaupt. Ja, die waren sehr gut. Gestern war Adventmarkt in Rega und heute brauchen wir nicht Kuchen. Heute haben wir auf Bratwürstel gefahren ins Lebenhaus und die Kommunikation passt wieder. Und auch wenn es nicht jeden Tag Bratwürstel und Profesen gibt, schauen Sie vorbei bei den zahlreichen Veranstaltungen im Lebenshaus Vöcklabruck. Ein Besuch lohnt sich. Thank you.